und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas und ich werde euch heute ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr eure Spring-Anwendungen mit KeyCloak absichern könnt. Zunächst erstmal ein bisschen was zu mir. Ich arbeite derzeit als Softwarearchitekt bei der Eurodata AG in Saarbrücken. Bin ehemaliges Mitglied im Spring Data Team und interessiere mich sehr stark für Open Source, beteilige mich auch viel an Open Source Projekten und organisiere meine Freizeit noch die Java User Group Saarland. So, falls ihr mal im Saarland vorbeikommt, schaut doch mal auf unseren Terminkalender. Wir freuen uns auf jeden Besuch. Warum kann ich heute ein bisschen was über KeyCloak erzählen? Ich selbst bin im Jahr 2015 auf das KeyCloak-Projekt aufmerksam geworden, auf der Suche nach einer vernünftigen, robusten Lösung für die Implementierung von Single Sign-On für eine verteilte Anwendungslandschaft. Und ja, seit jeher bin ich dem Projekt treu geblieben und beteilige mich vielerlei Arten über Patches, Contributions, Pull Requests, Artikel, Beispiele und eben Vorträge und Workshops, die ich zu dem Thema halte, um meine Erfahrungen, die ich halt in den letzten 3 Jahren gesammelt habe, an euch und wer auch immer interessiert ist, weiterzugeben. Genau. Um euch die Sache ein bisschen näher zu bringen, werden wir uns heute auf so eine kleine Reise begeben. Auf dieser Reise werden wir zum einen ein bisschen was über das KeyCloak-Projekt selbst erfahren und darüber hinaus auf eine der Kernfunktionalitäten, nämlich die Unterstützung für Single Sign-On, eingehen und genau erläutern, wie das eigentlich funktioniert. Und dann schauen wir uns an, wie man mit KeyCloak konkret Anwendungen absichern kann. In unserem Fall haben wir jetzt halt hier Spring Boot-Anwendungen, die wir uns vornehmen werden, wo wir verschiedene Modelle vorführen, sehen werden, die zeigen, wie man dort Anwendungen absichern kann. Und zu guter Letzt werden wir noch einige Erweiterungsmöglichkeiten anschauen, die KeyCloak bietet, um auch ausgefallene Anforderungen elegant und einfach umsetzen zu können. Genau. Zunächst fangen wir jetzt mal mit KeyCloak an. Vielleicht da gerade erstmal die Frage, wer von euch benutzt denn schon KeyCloak in Projekten? Okay, ich sehe ein paar Hände hoch, wunderbar. Dann vielleicht an die, die KeyCloak noch nicht verwenden. KeyCloak, das ist jetzt die KeyCloak-Webseite. Was ist KeyCloak? Wie man dort lesen kann, ist KeyCloak eine Open Source Identity and Access Management Lösung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, möglichst einfach zu sein und gut mit vielen Projekten zu integrieren. Und darüber hinaus entsprechend trotzdem doch die Robustheitsanforderungen von Lösungen zu treffen, die man in solchen Umfelden halt erwartet. Das KeyCloak-Projekt selbst kommt aus dem Hause Red Hat, ist komplett Open Source und wird von den ehemaligen JBoss-Entwicklern weiterentwickelt. Ist Apache lizenziert, kann deswegen auch in Projekten oder eigenen Produkten beliebig gut eingesetzt werden. Da vielleicht vorab, es gibt 2 aktuelle Versionen von dem KeyCloak-Projekt, die im Prinzip in der Praxis aktuell relevant sind oder für neue Projekte in Betracht gezogen werden sollten. Das eine ist die 3.4.3 Final und das andere ist das aktuelle 4.5.0 Final Release, das im Prinzip gerade vor 2 Wochen rauskam. Und bezüglich Versionen hat KeyCloak mittlerweile einen relativ konstanten Flow erreicht, sodass sie alle 6 Wochen ungefähr eine neue Version raushauen können, die neue Features, Bugfixes und Ähnliches zur Verfügung stellt und damit halt schön schnell auf neue Anforderungen oder eben Probleme reagiert. Ne? Ja, das Projekt selbst gibt es seit 2013 und gefühlt oder für mich persönlich hat KeyCloak aber erst um 2015 rum eine große Verbreitung erreicht oder angefangen, immer weiter eine weitere Verbreitung zu bekommen. Zuvor ist das bei vielen Leuten und mir selbst auch auf keiner Radar, auf keinem Landkarte oder sonst was aufgetaucht. Ja? Da hat man eher andere Lösungen für Single Sign-On-Problematiken oder Authentifizierungssysteme gefunden. Nichtsdestotrotz, KeyCloak erfreut sich mittlerweile einer sehr breiten Beliebtheit, was nicht zuletzt an der stark gewachsenen Community hängt. Wenn man auf GitHub schaut, sieht man, dass über 280 Contributor an dem Projekt beteiligt sind und es immer täglich mehr werden. Und auch an diesen knapp 1600 Forks erkennt man, dass tatsächlich hinter dem Projekt eine Menge steckt und viele Leute sich die Ideen halt zu eigen machen und dort halt Beispiele oder Erweiterungen bauen und dann ins Projekt auch zurückfließen lassen. Insgesamt kann ich aus der Praxis sagen, dass KeyCloak eine sehr, sehr robuste Lösung zur Realisierung von Single Sign-On darstellt, die mit auch einer außerordentlichen guten Dokumentation daherkommt. Also für so ziemlich jedes Problem, das einen bei der Implementierung oder beim Einsatz von KeyCloak erreichen kann, findet man in der Dokumentation irgendwie einen Passus dazu oder anhand von der
zahlreich verfügbaren Beispielen findet man schnell für sich das Passende, um das entsprechend auf die eigene Anwendung zu übertragen. Wer mit der Open-Source-Lösung allein nicht zufrieden ist und halt noch ein bisschen kommerziellen Support braucht, kann natürlich auch von Red Hat in Form von Red Hat SSO kommerziellen Support einkaufen, wo man im Prinzip eine besondere Kickloop-Version erhält, die um entsprechend einige Patches erweitert ist, die aber dennoch auch in der Open-Source-Version letzten Endes landen. Ja? Nur vielleicht nicht so schnell, wie man das bei der kommerziellen Lösung hat. Ja? Das war nur so vorab zum Projekt selbst. Kickloop bietet natürlich eine ganze Palette an Features und das war auch das, was mich von dem Projekt schon von Anfang an direkt überzeugt hat. Allen voran natürlich gibt es Unterstützung für Single Sign-On und auch Single Sign-Out mit zahlreichen unterschiedlichen Protokollen, die dann halt eine flexible Einsatzfähigkeit von dem Produkt erlauben. Daneben bietet es auch noch umfassende Möglichkeiten, Authentifizierungsverfahren oder Autorisierungsmechanismen einzupassen, auf eigene Bedürfnisse abzustimmen oder auch ganzheitlich zu erweitern, wenn das nicht ausreicht, was man von Hause aus hat. Das Ganze funktioniert, indem standardisierte Protokolle verwendet werden, wie OAuth2, OpenID Connect oder auch SAML. In letzteren Versionen kam auch Support für Docker-Authentifizierung dabei, sodass man auch eine Docker-Registry gegen Kickloop authentifizieren kann, für ein Docker-Login-Kommando beispielsweise. Kickloop bringt out-of-the-box Support mit für Mehrfaktor-Authentifizierung, sodass Sie auch ganz einfach durch das Scannen von einem QR-Code eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für einen Account einrichten könnt, so wie man das von großen Cloud-Anbietern wie Google und Ähnlichem gewohnt ist heutzutage. Auch out-of-the-box gibt es halt Unterstützung für Login über zahlreiche Social-Provider wie Google, Facebook, GitHub, Twitter und Ähnliches, dass man mit ein paar Klicks und zwei, drei Einstellungen direkt in die Anwendung integrieren kann. Ja, und das ist allein schon ein super cooles Feature. Genau, was Kickloop auch mitbringt, ist ein zentralisiertes Benutzermanagement, also eine zentralisierte Benutzerverwaltung, Möglichkeiten Benutzer anzulegen, zu suchen, zu aktualisieren, Passwort-Resets zu senden und so weiter. Alles out of the box verfügbar. Weiterhin gibt es natürlich in vielen Unternehmen bereits bestehende Benutzerdatenbasen, die in zahlreichen unterschiedlichen Formen wie Verzeichnisdiensten oder Ähnliches hinterlegt sind, sei es LDAP, Kerberos, Active Directory oder dergleichen. Für all diese Produkte und Protokolle und Systeme bringt Kickloop natürlich auch einen passenden Support mit, sodass man bestehende Nutzerdatenbasen direkt anbinden kann und kann im Prinzip Anwendungen, die mit Kickloop abgesichert sind, direkt mit Benutzerkonten authentifizieren lassen, die halt im Active Directory oder sonst wo liegen. Ja? Ja, und auch was ich in meiner Zeit mit Kickloop gelernt habe, ist, dass es hochgradig anpassbar und sehr gut erweiterbar ist. Und man kann es halt sehr, sehr gut und einfach an eigene Bedürfnisse anpassen. Dann werden wir nachher noch ein paar Beispiele sehen. Weiterhin ist Kickloop auch sehr, sehr einfach aufzusetzen und zu konfigurieren und lässt sich daher auch relativ einfach mit beliebigen Anwendungen integrieren. Ja, also ich habe jetzt Anwendungen integriert, jenseits von Java, sei es Node.js, Python, ASP.NET, ModCGI Perl, geht alles. Ja? Ich werde euch nachher ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man da hinkommt. Und für Setup, die einfachste Form ist, man lädt eine Distribution runter, packt die aus, startet das Ding und schon hat man einen einfachen Kickloop lokal auf seiner Maschine laufen, mit dem man quasi erste Tests machen kann. Und mehr ist es in der Regel nicht, was man braucht, um damit zu starten. Bevor wir jetzt ein paar Sachen in Kickloop anschauen, müssen wir uns noch ein paar zentrale Konzepte vergegenwärtigen. Das zentrale Element oder zentrale strukturierende Element in Kickloop ist der sogenannte Realm. Ein Realm kann man sich so vorstellen wie eine Art Domäne, die eine gewisse Menge an strukturierten Objekten enthält. Sei es drum, dass es eine Menge von Usern, also Benutzern, darstellt oder eine Menge von Clients, das sind die Anwendungen, die man mit Kickloop absichert, die heißen dort Clients. Eine Menge von Rollen oder Rollenstrukturen, die man Kickloop hinterlegen kann, oder auch sei es drum UI Customizations, Custom Themes, so dass man das Corporate Identity oder Look and Feel von gewissen Elementen in Kickloop anpassen kann an eigene Bedürfnisse. Daneben hat Kickloop noch Unterstützung für sogenannte Identity Provider, die dann zum einen entweder über ein sogenanntes Identity Brokering funktionieren, dass man bestehende Systeme, die gewisse Standardprotokolle wie SAML, OpenID Connect und Ähnliches entsprechend sehr leicht integrieren kann oder mit den zuvor genannten Social Identity Providern arbeiten kann. Und das ist jetzt nur eine kleine Liste. Es gibt, glaube ich, mittlerweile um die 20 Social Identity Provider, mit denen Kickloop direkt funktioniert. Ja? Wo man nur passende Credentials konfigurieren muss und schon hat man ein Login mit Google oder sonst was da zur Verfügung.
Genau, und der nächste Teil ist halt noch der Abschnitt mit der User Federation. Das ist halt die Komponente, die jetzt letzten Endes die Anbindung an bestehende User Stores mit oder Verzeichnisdienste ermöglicht, um bestehende User Datenbasen mit zu benutzen. Genau. Und mit diesen Grundlagen im Kopf schauen wir uns mal kurz, werfen wir mal kurz einen Blick in die zentrale Admin-Konsole, die Keycloak mitbringt. Ich habe im Hintergrund mal so ein kleines Keycloak-Testsystem gestartet, in einem Docker Compose gespannt, das ich nachher nochmal genauer zeigen werde. Das ist alles auf GitHub verfügbar, könnt ihr direkt nachbauen, einfach runter GitHub Repository klonen, Docker Compose abmachen und schon habt ihr die gleiche Umgebung wie ich. So, jetzt logge ich mich mal ein. Das, was wir gerade gesehen haben, war die Login-Seite, die Keycloak automatisch bereitstellt. Und danach kommen wir in den sogenannten, in die sogenannte Admin-Konsole. Und da sehen wir hier oben erstmal zentral, dass wir hier diesen einen Realm ausgewählt haben. In unserem Beispiel ist das der Realm ECMI, mit dem wir jetzt halt ein paar Dinge testen, die Keycloak bereitstellt. Man kann natürlich jetzt für den Realm diverse Dinge konfigurieren. Und natürlich zentral verwalten, Gruppen und Benutzer lassen sich hier zum Beispiel pflegen. Man kann aber eben auch jetzt, um die Anpassbarkeit von Keycloak zu demonstrieren, mal ein bisschen mit rumspielen. Dazu öffne ich mal die eingebaute Account-Anwendung in Keycloak, wo der Benutzer über ein sogenanntes Self-Service-Account-Management sein eigenes Benutzerprofil editieren kann und bearbeiten kann. Kann Passwort-Resets selber durchführen oder beantragen, kann Passwort selber ändern, kann Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und vieles mehr. Aber zunächst, wir haben jetzt hier einfach die klassische Login-Seite von Keycloak. Ja, mit Username und Passwort ist ja schon mal cool, dass das out of the box funktioniert. Aber häufig ist es so, dass man bei solchen Seiten die Anforderung hat, okay, wir hätten gerne noch Unterstützung für angemeldet bleiben und Passwort vergessen. Ja? Jeder, der schon mal so eine Login-Seite bauen musste oder so einen Mechanismus bauen musste, weiß, dass das, je nachdem, was für Technik man hinten dran verwendet, mit einigem Aufwand verbunden ist. Bei Keycloak geht das ganz einfach. Ich gehe einfach in Login, in die Einstellungen und sage, ich brauche ein Remember Me and Forget Password, sage Save, reloade das und schon habe ich Remember Me and Forget Password. Okay, wer von euch musste schon mal einen Login-Dialog bauen? Okay, sehr schön. Wem hat das Spaß gemacht? Okay, weniger Hände gehen hoch. Ja, also ihr seht, mit Keycloak ist das relativ einfach. Ich kann aber jetzt noch weitere Anforderungen umsetzen, wie zum Beispiel, ich hätte gerne eine Benutzerregistrierung, mit denen sich die Benutzer selbst hier in Keycloak registrieren können. Mit einem passenden Registrierungsflow, mit E-Mails, Bestätigungslink und Co. Ist alles direkt eingebaut. Was man jetzt noch haben kann, ist vielleicht die Anpassung ans Look and Feel. Ich will meine Corporate Identity dort irgendwie ausdrücken. Das heißt, ich habe in Keycloak jetzt Möglichkeiten, Login-Themes zu definieren. Nicht nur für die Login-Seite, sondern auch für die Benutzer-Account-Seite, die wir gleich sehen werden, für die Admin-Konsole oder auch für E-Mails, die ich rausschicke. Ja? Ich mache jetzt mal einfach das Login-Theme. Passt da an, habe jetzt hier ein Wjax-Theme vorbereitet, mach Reload und schon habe ich ein Wjax-Theme angepasst auf meine Login-Seite. Ja? Gut, jetzt gehen wir mal noch da rein. Ich melde mich jetzt hier mal an und werfen jetzt mal einen Blick in die Benutzer-Account-Seite, die Keycloak out of the box mitbringt, mit dem Standard-Template, mit dem Standard-Theme. Und man sieht hier auf den ersten Blick, dass jetzt ein Benutzer hier erstmal seine Profilinformationen ändern kann. First Name, Last Name, E-Mail. Er kann sein Passwort selber verwalten. Also das ist dieser Self-Service-Gedanke. Man kann hier Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten durch Scannen von dem QR-Code und Eingabe des passenden Codes, die der Anwendung dann anzeigt. Beispielsweise mit dem Google Authenticator oder FreeOTP, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es funktionieren aber noch viel Anwendungen mehr damit. Man kann potenziell verknüpfte Konten damit mit einem Keycloak-Account verknüpfen, sei es das Google-Konto, Facebook-Konto, Twitter-Konto, egal was dann als Social Identity Provider eingerichtet ist, sodass man sich im Prinzip auch mit seinem Google-Account anmelden kann bei der Anwendung. Also man braucht keinen, muss sich nicht da registrieren, sondern kann sich direkt mit Google anmelden. Ja? Daneben hat der Benutzer noch eine Übersicht zu sehen, in welchen Anwendungen er gerade drin ist. Er hat eine Möglichkeit, eine Liste von Anwendungen angezeigt zu bekommen, die er benutzen kann mit einem Link, der ihn direkt in die Anwendung führt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was mit dem Standard-Theme möglich ist. Man kann sich natürlich jetzt hier mit einem eigenen Theme eine schöne fancy Darstellung wie jede Anwendung ist eine Kachel mit Icon und kurzer Beschreibung auch vorstellen und so weiter. Das ist nur out of the box jetzt möglich. Und daneben gibt es noch so eine Art Protokoll, dass der Benutzer sieht, was er denn in letzter Zeit gemacht hat. Wann war seine letzte Anmeldung, wann hat er sein Profil aktualisiert und so weiter. Dass er halt selber nachvollziehen kann, was mit seinen Dingen in seiner Natur passiert ist. Und natürlich kann man hier alle möglichen Sachen wegblenden. Das ist jetzt einfach nur die volle Möglichkeit, dass man sieht, was da geht.
Natürlich ist das auch internationalisierbar, was nur gerade ist in dem Theme hier kaputt ist. Genau. Man sollte nicht so viel anpassen vor der Demo. So, ich schalte das mal nochmal zurück. Für jetzt, ja, Keycloak, bei Keycloak ist natürlich Security ein wichtiges Thema. Deswegen hat Keycloak auch gleich schon Unterstützung für die bekanntesten Web-Security-Header so eingebaut, wo man jetzt diverse Sachen hier steuern kann. Auch hat andere Security-Features wie eine integrierte Brute-Force-Detection mit dabei, sodass man quasi bei mehreren ungültigen Login-Versuchen den Account entweder temporär oder dauerhaft sperren kann und dann eben einen Administrator oder Ähnliches bemühen muss, der dann den Account wieder freischaltet. Also das ist alles schon mit drin. Es gibt auch Support für Google Capture und Ähnliches, dass man dann halt mit einschalten kann. Einfach out of the box direkt schon da. Ja? Gut. Daneben haben wir hier bei den Client-Einstellungen hier die Liste der Anwendungen, die man jetzt in Keycloak konfigurieren kann. Da hat man jetzt halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so eine Anwendung konfiguriert. Ich hole jetzt mal exemplarisch eine Beispielanwendung raus. Da kann man dann so Dinge konfigurieren wie, also das UI sieht kaputt aus, weil ich das mit einer großen Vergrößerung hier starte, ne? Damit man mehr sieht. Ich kann hier Sachen konfigurieren wie eine Client-ID, einen logischen Anzeigenamen, wie die Anwendung angezeigt wird, wenn ich mich über die Anwendung einloggen will. Ich kann ein passendes Login-Theme wählen, sodass ich bei der Migration von Legacy-Anwendungen auch noch den gleichen Login-Dialog zeigen kann, die User die ganze Zeit gesehen haben, aber unter der Haube Keycloak statt der alte Login-Mechanismus. Ich kann wählen, was für ein Single-Sign-On-Protokoll gefahren werden soll. Das kann zum Beispiel OpenID Connect oder Sammel sein und kann dann die jeweilige Protokollauswahl hier nochmal ein bisschen weiter steuern, welche Protokollvarianten noch unterstützt werden und welche nicht. Daneben kann ich natürlich im Kontext von Webanwendungen noch eine Reihe von URLs konfigurieren. Wo ist die Anwendung erreichbar? Was sind gültige Redirect-Ziele, sodass ich nach einem Login tatsächlich wieder auf die Anwendung zurückleiten kann, um halt auszuschließen, dass irgendwelche Login-Informationen oder Statusinformationen an die falsche Anwendung gehen, kann man die hier explizit whitelisten, welche URLs dort erlaubt sind. Genau. Daneben kann man hier noch die Anwendung besonders absichern, indem man für die Anwendung noch so ein Client-ID-Client-Secret konfiguriert, mit denen dann halt weitere Mechanismen möglich sind, wie man, wie wir später sehen werden, noch Tokens, sogenannte Tokens bezogen werden können. Keycloak unterstützt auch die Möglichkeit, anwendungsspezifische oder clientspezifische Rollen zu definieren, also Benutzer, Support, Admin oder Ähnliches, kann man auf Anwendungsebene definieren und diese Rollen können auch hierarchisch sein. Also man kann auch Rollen in Rollen schachteln, sodass man mit der Zuweisung von einer Rolle alle im Bauch enthaltenen Rollen sozusagen mit zuweist, ja? Was halt schon eine mächtige Möglichkeit darstellt, um hierarchische Strukturen und Berechnungsstrukturen abbilden zu können. Über sogenannte Mappers hat man dann die Möglichkeit zu bestimmen, welche Informationen Keycloak der Anwendung übermittelt. Ja? Welche Informationen nachher in den sogenannten Tokens enthalten werden sind. Das können wir nachher später noch sehen. Und je nachdem, wie man Keycloak die Anwendung dann nachher integriert, kann man sich hier auch noch so ein kleines Konfigurationsschnipselchen generieren lassen, das im Prinzip schon die fertige Konfiguration für die Anwendung darstellt, die man braucht, um mit dem passenden Keycloak-Integration die Anwendung abzusichern. Neben kleinspezifischen Rollen kennt Keycloak auch ein Konzept für globale Rollen oder Realm-globale Rollen sozusagen. Realm-globale Rollen kann ich quasi einmal definieren und die werden können dann Anwendungsrollen enthalten oder kleinspezifische Rollen enthalten. Hier kann ich zum Beispiel eine Realm-Rolle User definieren. Die enthält auch die User-Rolle von dieser Anwendung. Ja? Und das könnte ich jetzt noch für viele andere Anwendungen auch so machen. Ja, und dann kann ich quasi mit der Zuordnung von dieser einen Realm-Rolle gleich mehrere Anwendungsrollen zuweisen. Ja, das vereinfacht halt das Management von den Rollen ungemein. Daneben, abseits der Rollen, gibt es natürlich Unterstützung für die besagten Identity-Provider. Das sind zum einen eben diese generischen protokollbasierten Provider, die einfach mit beliebigen Sammel- oder OpenID-Connect-Clients sprechen können oder eben eine der zahlreichen Social-Provider, mit dem man einfach einen passenden Social-Login für die Anwendung schalten kann. Ich schalte jetzt hier zum Beispiel mal einen Google-Login an und dann mache ich einen Reload und schon kann ich hier auf einen Klick ein Login mit Google anbieten. Ja? Sofern ich hier die richtigen Credentials hinterlegt hätte. Ja? Okay. Das mal dazu. Über User Federation habe ich jetzt
hier die Möglichkeit, eigene Verzeichnisdienste anzubinden. Wenn ich zum Beispiel hier sage, ich habe ein LDAP und ich habe hier ein Active Directory, kann ich halt hier konfigurieren, ob User, aus welcher User-Datenbasis, aus welchem Verzeichnis meine Benutzerdaten oder meine Benutzer in Kiklo reingezogen werden, und dann werden diese Benutzer quasi in Kiklo verknüpft mit dem AD-Benutzer und können sich dann direkt über die Oberfläche einloggen. Ja? Also super einfach integrieren. Genau. Und hier im Bereich Authentication hat man jetzt die Möglichkeit, diese Authentifizierungsmechanismen, die Kiklook anbietet, auf zahlreichen Ebenen anzupassen. Ob man jetzt Authentifizierung über ein Cookie haben will, unterstützen will, ob man das über ein Kerberos-Ticket machen will, das der Browser mitsendet, oder über einen formularbasierten Login, wie man jetzt gerade gesehen haben. Ja, die Möglichkeiten kann man quasi parallel anbieten und Kiklook wählt dann die passende aus, die hier nach der Priorisierung angegeben wird. Auch ganz interessant, Kiklook bietet auch Unterstützung für sogenannte Required Actions. Das sind quasi Aktionen, die der User machen muss, nachdem er sich angemeldet hat. Zum Beispiel Terms and Conditions zustimmen oder sein Passwort aktualisieren oder Profil aktualisieren oder E-Mail verifizieren und Ähnliches. Auch ganz wichtig, Kiklook unterstützt auch eine große Palette, weite Palette an Password Policies, also Passwortrichtlinien, die es erlauben oder die dabei unterstützen, dass die Benutzer sichere Passwörter wählen. Neben klassischen Regeln wie spezielle Zeichen oder Längen, die ja nicht mehr so gefragt sind, lassen sich auch Passwort-Blacklisten hinterlegen mit bis zu mehreren Millionen Einträgen, die effizient gecheckt werden. Ja? Daneben kennt Kiklook neben der Verwaltung von Benutzern, die wir gleich noch sehen werden, auch ein Gruppenkonzept. Man kann Kiklook Gruppen hinterlegen, die auch wieder hierarchisch geschachtelt werden können, sodass man auch hierarchische Strukturen angeben kann. Und bei Gruppen kann man auch Rollen anknüpfen. Das heißt, wenn ein User Mitglied einer Gruppe ist und die Gruppe eine Rolle assoziiert hat, haben alle User dieser Gruppe diese Rolle. Und wenn man das mit einer Realm-Rolle macht, kann man dann schön mehrere Rollen auch über Gruppen so schön verteilen. Und das Tolle ist, man kann hier Active Directory-Gruppen importieren oder aus dem liegenden LDAP. Sprich, wenn Sie schon eine gewisse Berechnungsstruktur haben, können Sie das reinziehen, mappen da passende Rollen auf die Gruppen, über den Namen beispielsweise, und schon haben Sie Ihre Struktur, so wie Sie das in Ihrem Unternehmen haben, auch Kiklook drin. Ja? Und man kann das regelmäßig synken lassen, automatisch. Genau. Im Bereich Users hat man jetzt hier die Möglichkeit, die Benutzerverwaltung so zentral zu machen, also mit einer relativ spartanisch aussehenden Oberfläche, aber die ist trotzdem schon ausreichend mächtig. Das heißt, ich kann hier erstmal nach Benutzern suchen, ich kann hier mir Details zu einem Benutzer anzeigen lassen, ich kann beliebige Key-Value-Pairs, Daten zu einem Benutzer hinterlegen, die dann als String, also einfach Key-Value-Pair bei dem User assoziiert werden und die dann nachher abfragbar sind und für zu jeweilige Anwendung zur Verfügung gestellt werden können. Ja, also ich kann auswählen, welches Attribut für welche Anwendung sichtbar ist. Das ist sehr, sehr spartanisch, aber tut in der Praxis seinen Zweck wunderbar. Man kann auch für den Benutzer hier ein Passwort definieren, das entweder temporär oder dauerhaft sein kann. Und man kann auch von hier aus einen Passwort-Reset triggern, sodass der Benutzer eine E-Mail bekommt, mit dem er selbstständig einen Passwort-Reset durchführen kann. Ja? Ohne, dass der Benutzer das angefordert hat. Man kann hier auch ein Rollenmapping durchführen, explizit, dass man dem Benutzer für jeweilige Anwendungen hier explizit Rollen geben kann. Ja? Man kann auch Gruppenmitgliedschaften verwalten und Ähnliches. Genau, das war's zu der Benutzerverwaltung. Daneben hat man hier noch eine Möglichkeit, sich alle Sitzungen auflisten zu lassen, die in Kiklook gerade existieren. Außerdem hat Kiklook noch eine Liste, eine Möglichkeit, Events aufzuzeichnen und in der Datenbank zu speichern. Zum einen Events betreffend des Logins, also Logout, Login, Login-Errors und Ähnliches. Man kann aber auch interne administrative Events aufzeichnen, wenn immer zum Beispiel eine Konfiguration von einer Anwendung geändert wird oder in Kiklook sonst irgendwas geändert wird, kann man das hier abfangen und entsprechend weiterverarbeiten. Dazu bietet Kiklook umfassende Möglichkeiten, eigene Eventlisten zu hinterlegen, die dann diese Ereignisse entweder gut über ein Logging-Framework ausgeben auf der Konsole für irgendwelche weiteren Log-Verarbeitungen oder halt, was ich hier in dem Beispiel habe, der Code ist auch auf GitHub, dass ich mir diese Events quasi nehme, nochmal anreichere und als JSON-Dokumente über JMS an Message Broker sende, sodass ich die zentral entsprechend verwalten und auswerten kann. Das benutze ich beispielsweise, um bei User-Profile-Updates immer den aktuellen Stand des User-Profils auch an andere Systeme übermitteln zu können, sodass die immer aktuell sind, wenn der User seine Daten ändert und ich trotzdem einen Log habe von Änderungen, die der User jemals gemacht hat auf seinem Account. Genau, hier kann man quasi die Daten filtern, die jetzt dort übermittelt werden.
Genau. Das war es im Prinzip schon zu dieser kurzen Übersicht über die Admin-Konsole, dass man mal so nur so den Ausschnitt sieht, was man da alles so machen kann. Genau. Jetzt vielleicht noch was zum Technologie-Stack. Also wenn man Keycloak einsetzt, muss man natürlich auch wissen, was ist da eigentlich alles drin. Die Admin-Konsole, die wir gerade gesehen haben, die verwendet im Wesentlichen Angular 1 und Patternfly in Kombination mit Bootstrap. Das ist halt diese Account-Admin-Konsole, die wir gerade gesehen haben. Ja. Der Keycloak-Server selbst ist mittlerweile auf Basis von Wildfly 14 gebaut und im Wesentlichen ist Keycloak nichts anderes als eine JAX-AS-App, ja, die in dem Fall hier mit REST Easy implementiert ist. Ja, die Daten werden halt über JPA mit Hibernate in der relationalen Datenbank persistiert und ja, für horizontale Skalierbarkeit wird halt InfiniSpan als Distributed Cache verwendet, der halt mit JGroups das Clustering macht. Ja, alle Server-Side Render Templates wie E-Mails und ähnliches werden standardmäßig mit FreeMarker gerendert und ja, zu guter Letzt hat man hier halt noch so ein paar Support-Libraries, Jackson fürs JSON-Marshalling, JBoss Logging, Apache Directory API für die Integration mit LDAP und Commons HTTP-Client. Warum erzähle ich das auf der Detailebene? Naja, wenn ihr Erweiterungen in Keycloak machen müsst, ist das euer Stack. Ja? Es gibt natürlich die Möglichkeit, in Wildfly auch eigene Module und eigene Libraries einzubringen. Das funktioniert auch. Allerdings hat man dort zu Beginn erhebliche Probleme mit Class-Loading, mit dem JBoss-Modulsystem und Ähnlichem, was man halt aus der Historie vielleicht noch kennt, der eine oder andere. Und dahingegen, wenn ihr es euer Leben einfach machen wollt, probiert mal damit klarzukommen. Damit könnt ihr nämlich eure Erweiterungen sehr, sehr klein halten und es funktioniert alles out of the box. Ja? Genau. Kurzer Blick auf die Architektur von Keycloak selbst, da gehe ich jetzt nicht so sehr ins Detail rein, ich will nur darstellen, es gibt halt einige Endpoints, die Keycloak bereitstellt, zum einen mal, um die verschiedenen Single-Sign-On-Protokolle zu fahren, ob man die Connect und Sammel, aber eben auch Zugriff auf Account-Informationen, eine Info-Endpoint, mit dem man halt Server-Status-Informationen abziehen kann oder auch ein Admin-API, das man dann halt bequem ansprechen kann. Zum Admin-API sei gesagt, dass es relativ mächtig ist, weil alles, was man in der Admin-Konsole einstellen kann, wird über dieses Admin-API erledigt. Ja? Das heißt, alles, was man in der Oberfläche einstellen kann, könnt ihr mit diesem API machen. Dazu gibt es auch einen schönen Java-Client, mit dem man halt programmatisch solche Operationen durchführen kann oder auch ein Command-Line-Interface, mit dem man auch geskriptet gewisse Sachen in Keycloak erledigen kann. Ja. Dann gibt es halt noch verschiedene Event-Mechanismen, die in Keycloak eingebaut sind, die entweder Events mit per E-Mail oder was weiß ich, mit Custom-Event-Listener verschickt, auf die man dann halt noch weiter reagieren kann. Genau, diese User-Federation-Komponenten habe ich ja eben schon erläutert. Identity-Brokering für die Anbindung von anderen Identity-Providern oder eben Social-Login ist eben dabei. Und diese Komponente User-Storage wird halt benutzt, um eigene User-Store-Implementierungen, sei es das drum, dass man eine Legacy-User-Datenbank hat oder ein sonstiges System, das über ein REST-Endpoint verfügt, einem anzapfen kann und diese Daten direkt in Keycloak mit integrieren kann. Ja? Also man kann dort sehr einfach auch bestehende User-Datenbasen auch aus Altsystemen an Keycloak anbinden. Und last but not least, um für solche wichtigen Systeme auch die notwendige Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit zu ermöglichen, gibt es halt die Möglichkeit, Keycloak auch im Cluster zu betreiben und dazu wird halt InfiniSpan als Distributed Cache verwendet, mit der halt gewisse Informationen wie Benutzer-Sessions, irgendwelche Keys oder Realm-Einstellungen, Client-Konfigurationen an alle anderen Keycloak-Instanzen verteilt werden. Ja? Und damit lässt sich ein sehr robustes System aufbauen, das, wie gesagt, in der Praxis sich sehr bewährt hat und so gut wie keine Probleme macht im Betrieb. Also bin ich immer noch hochzufrieden, auch nach 3 Jahren einen Dauereinsatz von Keycloak. Gut, bevor wir jetzt konkret zu den Beispielen kommen, wie man Anwendungen absichern kann, schauen wir uns noch kurz ein Thema an, das oft durcheinander geworfen wird, nämlich Authentifizierung und Autorisierung. Nur um das kurz klarzustellen, Authentifizierung oder Authentication, abgekürzt Authn, ist ein Verfahren, das bestimmt, wer der User ist. Also darin geht es um die Benutzeridentität nachzuweisen, sozusagen. Das wird in Keycloak gemacht durch den Einsatz von OpenID Connect oder Sammel, Dockerout oder Kerberos. Entweder mit internen Userinformationen oder Benutzerinformationen, die von irgendeiner Federated User Storage kommen.
Demgegenüber steht das Konzept von Autorisierung, Authorization oder OutZ. Dabei geht es darum, festzustellen, was ein konkreter Benutzer überhaupt tun darf. Dafür unterstützt Keycloak aktuell mehrere Verfahren. Zum einen eben diese Hierarchical Role-Based Access Control, also HR-BAC abgekürzt, oder eben auch feingranulare Autorisierung über die sogenannten Authorization Services. Die leider Gottes, die sind zwar schon seit einiger Zeit in Keycloak drin, aber meiner Meinung nach immer noch nicht so 100% ausgereift. Also da bin ich selbst auch noch am Experimentieren, wie man das vernünftig benutzt. Und das wird, glaube ich, meiner Meinung nach noch eine Weile dauern, bis das richtig robust überall gut integrierbar ist. Aber dazu später mehr. Nichtsdestotrotz bieten diese Mechanismen eine sehr flexible Möglichkeit, Access-Control-Mechanismen zu etablieren und unterstützt dabei zahlreiche, auch fortgeschrittene Varianten wie Attribute-Based Access Control, also Zugriffssteuerung auf Basis von irgendwelchen Attributen auf gewissen Ebenen, User-Based Access Control, dass man Objekte oder Ressourcen für explizite Benutzer freischalten kann, oder eben auch Context-Based Access Control, die zum Beispiel sagen, okay, Zugriff auf diese Ressource ist nur zwischen 9 Uhr und 17 Uhr möglich. Ja, all das lässt sich mit Keycloak bereits jetzt schon abbilden. Genau. Und damit haben wir diesen Punkt erledigt. Jetzt gucken wir uns mal das wesentliche Herzstück von Keycloak an, nämlich die Single-Sign-On-Mechanismen, die Keycloak bereitstellt. Und dazu gucken wir uns an, was ist eigentlich Single Sign-On? Ich meine, jeder kennt das mittlerweile, hat das irgendwo in der Cloud schon mal benutzt. Single Sign-On bedeutet für uns, wir wollen uns nur einmal anmelden und damit dann alle Applikationen nutzen können, ohne uns nochmal anmelden zu müssen. Und Keycloak unterstützt an der Stelle, Batterie ist leider alle, eine Menge von standardisierten Protokollen. Ich habe es ja eben kurz gesagt, OpenID Connect 1.0 ist das favorisierte Protokoll aktuell und eben SAML 2. Security as Search and Markup Language, was im Prinzip gerade im Enterprise-Umfeld oder auch bei älteren, gestandeneren Anwendungen immer noch weit verbreitet ist, aber und mit Keycloak immer noch sehr gut funktioniert. Ja? Was Keycloak an Single Sign-On versteht, ist ein sogenanntes browserbasiertes Web-based Single Sign-On. Ja? Also da ist immer der Browser irgendwo beteiligt aktuell. Also wenn man wirklich das Single Sign-On haben will. Es gibt da auch Möglichkeiten, Windows-Authentifizierung mitzubenutzen über Kerberos-Ticket und so weiter und so fort, aber die Hauptauthentifizierung oder das Haupt-Single-Sign-On, was in der Regel verwendet wird, ist eben diese webbasierte Variante. Trotz dessen, dass da Web drinsteht, funktioniert es genauso gut für Mobile-Apps und auch für Desktop-Apps. Da habe ich ein paar Beispiele, ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Auf GitHub ist die Beispiele alle drin, da könnt ihr die gegebenenfalls selber nach ausprobieren. Genau. Keycloak hat auch Unterstützung für Single Sign-Out, das heißt, wenn ich mich in einer Anmeldung abmelde und ich habe ganz viele andere Anwendungen in meiner Sitzung berührt, hat Keycloak eine Möglichkeit, den anderen Anwendungen über entsprechende Propagation von den Logout-Events Bescheid zu geben. Übrigens, diese Benutzer-Session, die da mit dem Single Sign-On-Sitzung verknüpft ist, die hat sich jetzt abgemeldet. Bitte kill doch mal die nötigen Ressourcen dazu. Clients können dabei entscheiden, ob sie die Single Sign-On wahrnehmen wollen oder eben nicht. Ja, das bleibt halt der Anwendung überlassen, ob sie dann auch ohne das funktioniert. Ja, manchmal kann das sinnvoll sein oder notwendig sein, dass man tatsächlich die User immer noch dort angemeldet lässt in der jeweiligen Anwendung. Ja. Genau. Die unterstützten Protokolle, OpenID Connect, basiert im Wesentlichen auf OAuth2, verwendet quasi diese ganzen Interaktionsflows, die im OAuth2-Protokoll definiert sind und verwendet auch die Strukturen, die man OAuth2 üblicherweise kennt, nämlich diese sogenannten Tokens in unterschiedlicher Couleur, von denen wir uns gleich noch ein paar anschauen werden. Zusätzlich kommt durch OpenID Connect aber eine besondere Tokenart hinzu, das ist das sogenannte ID-Token, das explizit dazu verwendet wird, die Identität des Benutzers zu kodieren oder zu enthalten. Die Tokens sind dabei als sogenannte JSON Web Tokens kodiert, werden wir gleich noch sehen, was das ist. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man das OpenID Connect Protokoll verwenden will, muss die Kommunikation unbedingt über einen gesicherten Kanal stattfinden, also über HTTPS mit TLS abgesichert, damit die Charakteristika, die im Protokoll definiert sind, eben auch eingehalten werden, bezüglich Sicherheitsgarantien und ähnliches. Weil die Übertragung dieser Informationen ist unverschlüsselt. Also die Informationen selbst sind unverschlüsselt. Die Übertragung deshalb muss immer über einen sicheren Kanal erfolgen. Demgegenüber hat man halt noch SAML. Wie eben bereits erwähnt, ist das halt ein sehr reifer Standard, der halt vielen Unternehmensumgebungen verwendet wird.
ist halt stark XML-basiert, verwendet dort so Standards wie XML-Signature und XML-Encryption. Deswegen sind auch alle Nachrichtensammel verschlüsselt und könnten dann deswegen theoretisch über einen ungesicherten Kanal übertragen werden. Ja? Signaturen, alles wird dann halt auf anderer Ebene geprüft. Nebendran gibt es halt noch Support für Authentifizierung für Docker-Registries, wer das halt braucht. Ja? Genau. Und jetzt schauen wir uns, also die Folien sind alle online, die könnt ihr dann einsehen. Jetzt mal konkret zum Ablauf. Wie funktioniert das Protokoll eigentlich jetzt, wenn ich so OpenID Connect verwende und im Falle von einem unauthentifizierten User jetzt eine App benutzen will? Jetzt sehen wir halt hier in der Darstellung unseren Keycloak auf der Domain sso.acme.io, unsere App 1 unter der Domain app.acme.io. Wir sehen unseren Benutzer, der mit irgendeinem Browser hier drauf zugreifen will. Jetzt zeige ich halt die Interaktion über Pfeile an und alle Pfeile, die durch diesen Browser durchgehen, führen halt zu irgendeiner Interaktion im Browser. Alle Pfeile, die nicht durch dieses Dreieck gehen, sind extra Kommunikation über separate Kanäle. Ja? Fangen wir mal an. Unser Benutzer ist nicht authentifiziert, nicht angemeldet und will jetzt diese App 1 verwenden. Diese App 1 erkennt jetzt, dass der Benutzer noch nie da war, es besteht keine Session oder sonstige Information und leitet diesen User deshalb über einen Redirect zu Keycloak. Keycloak zeigt dem Benutzer jetzt eine passende Login-Form an, wo er dann die Benutzerdaten abfragt und die der Benutzer dann eingibt. Keycloak validiert dann diese Benutzerinformationen und sofern die korrekt waren, sendet Keycloak wieder einen Redirect über den Browser zurück und erzeugt da zuvor erstmal noch eine Menge von Cookies für die Domain sso.acme.io. Die sind nicht sichtbar für App 1, für die andere Domain app.acme.io. Ja? In diesem Redirect ist ein weiterer Parameter einkodiert, nämlich der heißt Code und da ist eine zufällig generierte Zeichenfolge drin. Diese Anwendung empfängt nur diesen Code und sagt sich, okay, ich habe jetzt so einen Code gekriegt, aufgrund meiner Keycloak-Integration weiß ich, ich muss den Code jetzt übersetzen in eine Menge von Tokens, die die Benutzerinformationen enthalten. Also sendet die Anwendung eine Anfrage an Keycloak über einen separaten Kanal mit diesem Code und sagt, hey Keycloak, da versucht sich gerade ein Benutzer bei mir zu authentifizieren, hast du zu diesem Code schon aktuell eine verknüpfte Single-Sign-On-Session? Dann guckt Keycloak nach und sagt, ja, dazu gibt es eine Single-Sign-On-Session und sendet dann über diesen separaten Kanal eine Menge von Tokens an diese App zurück, die App dann intern mit einer HTTP-Session womöglich verknüpfen kann und damit halt weiß, okay, dieser User ist mit diesen Informationen verknüpft. Das sind bei uns jetzt drei Tokens, das ist nämlich ein sogenanntes Access-Token, ein Refresh-Token und ein ID-Token. Die werden wir gleich noch genauer erklären. Diese App, die jetzt diese Tokens empfängt, kann jetzt über gewisse Mechanismen diese Tokens verifizieren, um nachzuprüfen, dass Keycloak tatsächlich der Aussteller dieser Tokens war und dass diesen Informationen getrustet werden kann. In diesen Tokens ist dann halt die Benutzerinformation enthalten, die wiedergibt, wie der User heißt, was für User-ID der hat, was für Rollen der hat und so weiter. Und danach kann die Anwendung den Benutzer als angemeldet betrachten und eben mit der Anwendung interagieren lassen. So weit, so gut. Das war jetzt im Prinzip der Flow für, wie melde ich mich an bei einer Anwendung, wo ich noch nicht vorher authentifiziert bin. Jetzt kommt der nächste Schritt. Im Single Sign-On hat man ja üblicherweise mehrere Anwendungen beteiligt. Ja? Das heißt, hier haben wir jetzt die gleiche Situation, nur mit einer App 2. Nur haben wir jetzt das Szenario, dass wir schon authentifiziert sind, nämlich bei Keycloak, ja? Aber noch nicht bei der App 2. Wenn wir jetzt diese App 2 benutzen wollen, hat die App 2 uns auch noch nie gesehen. Wir haben keine Cookies für die Domain App 2 oder sonstige Informationen dort. Daher geht die App 2 auch wieder davon aus, dass sie uns nicht kennt und sendet uns wieder über einen Redirect zu Keycloak. Keycloak allerdings kann über das Auslesen der Cookies, die der Browser hat, für diese Domain von Keycloak feststellen, oh, es gibt bereits eine authentifizierte Session und muss deswegen kein Login-Formular zeigen, sondern kann direkt den Redirect machen mit einem Code zu App 2. Und App 2 kann dann, wie gerade zuvor gezeigt, wieder diesen Code-to-Token-Austausch machen, um zu prüfen, okay, der Benutzer ist drin, authentifiziert, Keycloak, weis mir bitte nach, dass die Tokens, gib mir bitte die Tokens mit den Informationen zum Benutzer und die können auch dort wieder mit einer eigenen Session assoziiert werden und schon ist der Benutzer auch dort in der Anwendung angemeldet, nachdem die App die Tokens verifiziert hat. Ja? Das war jetzt der Ablauf, User authentifiziert sich bei einer Anwendung, wo er bereits eine bestehende Single-Sign-On-Session in Keycloak hat. Ja? Das sind diese zwei Szenarien, die man dann üblicherweise hat.
Genau. Und wir haben die ganze Zeit von diesen Tokens da gesprochen. Was ist das jetzt nochmal genau? Naja, diese Tokens enthalten jetzt, wie gesagt, diese Benutzerinformationen und weitere Metadaten in Form von sogenannten Claims. Das sind einfach Key-Value-Pairs, die in einer gewissen JSON-Dokumentstruktur enthalten sind. Die Tokens, die Keycloak ausstellt, sind sogenannte Signed Self-Contained JSON Web Tokens. Das bedeutet, Keycloak signiert diese Tokens mit dem Real Private Key, der hat so ein Private Public Key Pair intern, und signiert da die Daten, um zu beweisen, dass er im Prinzip diese Daten ausgestellt hat. Self-Contained bedeutet, dass diese Benutzerinformationen alle direkt im Token enthalten sind. Also Username, User-ID, Rollen für die Anwendung und vielleicht noch weitere Attribute und Ähnlichem. Das ist alles direkt dort enthalten. Das Gegenstück zu Self-Contained JSON Web Tokens wären zum Beispiel Reference Tokens. Da würde im JSON Web Token nur eine UUID oder irgendwas sehr klarer Art drinstehen. Man müsste noch über einen separaten Lookup diese UUID auflösen zu passenden Benutzerinformationen. Ja? Das ist aber alles nicht notwendig, weil man hier in dem Fall die Informationen schon drin hat, was dann halt Roundtrips spart. Diese Tokens haben in der Regel eine limitierte Lebensdauer und können auch je nach Tokenart widerrufen werden, sodass man die nachher nicht mehr mehrfach benutzen kann. Ja, diese Tokens können dann eben entsprechend von den Clients verifiziert werden, indem sie eben die Signatur, die am Token anbehaftet ist, mit dem Real Public Key überprüfen. Ja, also wie man es halt von anderen Verfahren kennt, die Public Key Encryption benutzen. Genau, und es gibt im Keycloak unter anderem vier wesentliche Tokentypen. Das ist zum einen das Access Token, was eben ein kurzlebiges Token darstellt, im Bereich von Minuten gültig, das benutzt wird, um auf Ressourcen zuzugreifen. Und daneben hat man noch das Refresh Token, was in der Regel längerlebig ist. Das wird dazu benutzt, um neue Tokens zu beziehen. Daneben gibt es noch eine interessante Variante von dem Refresh-Token, das sogenannte Offline-Token. Das ermöglicht es, Refresh-Tokens auszustellen, die im Prinzip nie auslaufen, nie in Anführungszeichen, weil man muss mindestens innerhalb von 30 Tagen einmal Interaktionen gemacht haben, damit das Token tatsächlich noch funktioniert. Das ist ein gutes Beispiel, wie man Mobile-Apps zum Beispiel ausstatten kann mit einem Token und dass man sich nur einmal anmeldet in der App und ab dann kann man immer Requests zu einem API-Server-Backend machen. Und daneben gibt es halt dieses ID-Token, das halt die Informationen über den Benutzer enthält, das von OpenID Connect bereitgestellt wird. Genau. So, JSON Web Token hat wahrscheinlich mittlerweile jeder schon mal irgendwo gesehen. Nur ganz kurz, JSON Web Token ist im Prinzip ein einfacher String, der aus drei Komponenten besteht, einem Header-Teil, Payload-Teil und Signature-Teil, die jeweils Base64 encodiert sind und mit Punkten separiert sind. Ja? Hier ist mal so ein Beispiel dafür angezeigt mit den jeweiligen Daten, die in den passenden Strukturen enthalten sind. Und nochmal ein Wort zur Warnung. Base64 heißt Encodierung und keine Encryption, also keine Verschlüsselung. Ja? Deswegen unbedingt immer sicherer Kanal verwenden zur Kommunikation. Die Tokens, die Keycloak verwendet, sind natürlich ein bisschen größer als das, was in dem Beispiel dort enthalten ist, weil eine ganze Menge mehr an Informationen übermittelt wird. Zum einen steht im Header hier eine Referenz auf das Public-Private Key Pair. Damit eben die Signatur überprüft werden kann, muss man den passenden Public Key zu diesem Token natürlich finden können. Das findet man über diese Key-ID-Header-Information. Daneben hat man im Payload natürlich dann so Informationen wie die ID des Benutzers. Unten drunter steht noch irgendwo der Username und welche Rollen der Benutzer für die jeweilige Anwendung hat. Ja, das steht quasi alles hier kodiert in genesteten Strukturen drin. Diese Informationen können dann von den Anwendungen ausgewertet werden, um gewisse Daten anzuzeigen. Genau, und jetzt kommen wir zum Beispiel für ein Szenario, wie man mit diesen Tokens jetzt im Kontext von einer authentifizierten Benutzersitzung Daten von einem Backend abruft mit einem Access-Token. Und dazu haben wir hier die Konstellation, wir haben hier unsere App, die der User über den Browser anspricht und die greift wiederum auf Daten zu, die in irgendeinem API-Backend liegen. Ja? Dieser Zugriff hier geht über einen separaten Kanal und nicht über den Browser des Benutzers. Und hier ist halt die Keycloak-Instanz, wo der Benutzer eine authentifizierte Session hat. So, in unserem Fall greift jetzt ein authentifizierter Benutzer auf diese App Acme.io zu. Und diese App will dann halt direkt beim Zugriff auch schon Daten von diesem Benutzer laden, von unserer Backend-API. Dazu extrahiert die App das zuvor übermittelte Token, das mit der Session hier verknüpft ist,
und benutzt das, um einen passenden HTTP-Header zu populieren, nämlich der Authorization-Header in der Bearer-Form und pastet dann quasi einfach diesen JSON-Web-Token-String da rein und benutzt das, um den API-Backend anzusprechen. Ja? Und da wird halt das Access-Token mit für benutzt. Der API-Backend geht jetzt erstmal hin und kriegt das Token und hat das auch noch nie gesehen. Guckt jetzt das Token an, schaut sich in den Token-Header und sagt, oh, mit dem Real Public Key habe ich aber noch nie vorher was gemacht, den kenne ich gar nicht. Okay, dann muss er halt mit dieser Key-ID den passenden Public Key beziehen von KeyCloak, um diesen Public Key entsprechend zu erhalten, um damit halt das Token überhaupt zu verifizieren. Dieser Real Public Key wird in einem Cache abgelegt, sodass zukünftige Requests eben ein bisschen schneller gehen, weil man dann eben kein Keylookup mehr machen muss. Der Backend-Server geht nun hin und verifiziert die Signatur von dem empfangenen Token mit dem Public Key von dem Ream, der damit assoziiert war. Und sofern die Signatur erfolgreich bestätigt werden konnte, kann dieser Backend-Service die Daten, die angefordert worden sind, liefern und das eben an den Client schicken. Der Backend-Service hat dann halt die Informationen zur User-ID, der Username, auch die Rollen für den Backend-Service und ähnliches. Und kann die Informationen halt benutzen, um seine Berechtigung zu prüfen. Und das ist halt der Mechanismus, wie das dann zugrunde liegend funktioniert. Genau das zeigen wir gleich in der Demo. Genau. Zur Demo. KeyCloak bietet verschiedene Client-Integrationen an, die es halt ermöglichen, auf unterschiedlichen Ebenen mit Anwendungen zu integrieren. Da gibt es zum einen für OpenID Connect zahlreiche Adapter für die Java-Welt, sei es Spring Security, Spring Boot, ein Plain Servlet-Filter oder Servlet-Container-spezifische Integrationen. Daneben gibt es aber auch für andere Systeme Node.js, JavaScript, Plain oder auch mittlerweile für Go oder Python-Integrationen, die es halt einfach ermöglichen, Anwendungen mit KeyCloak zu protecten. Für Sammel sieht die Verbreitung dieser Integrationen noch nicht so weit breit aus, aber die reichen trotzdem in der Praxis gut aus, um halt bestehende Anwendungen zu integrieren. Daneben gibt es noch einen coolen Trick, um Legacy-Anwendungen, zum Beispiel alte Mod-CGI-Perl-Apps oder sowas, mit KeyCloak abzusichern, ohne Code in deren Anwendung zu ändern. Man kann nämlich über spezielle Apache oder auch Nginx-Module diese Protokollinteraktion über OpenID Connect oder Sammel vorab machen, wie so eine Art Reverse-Proxy, den man vor die Anwendung schaltet. Ja, mit Mod-Out-OIDC für OpenID Connect oder Mod-Out-Melon gibt es halt wunderbare Beispiele, wie das geht. Ja, ansonsten gibt es auch einen KeyCloak-Proxy, den man als Reverse-Proxy explizit von dran stellen kann. Das ist so ein Go-geschriebener Reverse-Proxy, den man einfach aufsetzen kann und funktioniert direkt ganz einfach. Und kann man dann vorbestehende Anwendungen schalten und die Benutzerinformationen, die dabei nach der KeyCloak-Authentifizierung bereitgestellt werden, werden dann über entsprechende HTTP-Header an die Downstream-Anwendung weitergegeben. Ja, also eine ganz einfache Form von Integration. Genau, jetzt kommen wir zur eigentlichen Demo. In unserem Setup haben wir jetzt hier Folgendes vorbereitet. Wir haben unseren Backend-Service, wie wir gerade eben kennengelernt haben. Wir haben eine Spring Boot-App, die mit ThymeLeaf Server-Side-Rendered Webpages ausliefert. Und wir haben hier noch eine WebSocket-basierte Chat-Anwendung, die eben auch in dem Single-Sign-On-Verbund angebunden ist. Aus Zeitgründen überspringe ich jetzt mal diese Desktop-App mit JavaFX, aber die könnt ihr dann entsprechend selber mal ausprobieren. Genau. Machen wir das mal. Das Ganze findet man auf GitHub übrigens. Wenn Sie in meinem GitHub-Repository unter wjax 2018 Spring KeyCloak suchen, finden Sie genau den Code. Und jetzt habe ich lange geredet und jetzt zeige ich endlich mal ein bisschen Code. Ich habe jetzt die Beispiele hier in zwei Varianten. Einmal für Spring Boot 2 und Spring Boot 1.5x. Ja? Ich fange jetzt einfach mal mit der Spring Boot 2 Variante an. Da habe ich hier einfach Spring Boot 2.0.6 benutzt und verwende die aktuelle KeyCloak Version 4.0.5. Und die einfachste Variante, KeyCloak zu integrieren für unseren Backend-Service, ist jetzt halt diesen KeyCloak Spring Boot Starter zu benutzen, der halt die ganze Integration mitbringt, die wir für KeyCloak brauchen. Dazu hat man hier auch ein eigenes BOM, also Bill of Materials BOM, das die ganzen Dependencies, die man dazu noch braucht, direkt kapselt und mit einem Versionsinclude integriert. Genau, was wir hier halt haben, ich starte die Anwendung mal, ist im Prinzip eine Spring Data REST App, die einfach ein RESTful Web Backend bereitstellt, der mir Daten aus einer To-Do-Liste über ein REST-Interface zur Verfügung stellt. Ich spreche das jetzt einfach mal an über Postman. Postman, das Tool kennt man ja mittlerweile. Wenn ich jetzt per Postman versuche, die Daten abzugreifen, kriege ich jetzt erstmal ein 401 unauthorized. Mist, ich bin noch nicht authentifiziert. Also machen wir das mal mit KeyCloak. Dazu gehe ich hier hin und sage mal, richte mal eine Authentifizierung ein und sage, ich hätte gerne ein neues Access-Token.
habe hier gewisse Möglichkeiten, jetzt mit dem OAuth2-Protokoll zu interagieren und kann sagen Request Token, dann kriege ich die Keycloak-Login-Seite angezeigt und sage, ich hätte das gern für den User-Tester. Hat funktioniert, jetzt habe ich einen Access-Token bekommen. Da kann ich sagen Update und wenn ich jetzt einen Request mache, sehe ich hier meine Daten. Ich muss Milch einkaufen, ich muss meinen Schreibtisch aufräumen, ein Memo senden und einen Artikel publishen, wie auch immer. Das sind meine To-Dos, die jetzt aus diesem To-Do-Backend kommen. Ja? Das war jetzt nur ein Beispiel, wie man das mit Postman abrufen kann und mit Keycloak-Authentifizierung benutzen kann. Genau. Die Anwendung ist, wie gesagt, relativ einfach gestrickt. Ich habe hier einfach mein To-Do-Entity, ja, nichts Besonderes, ich benutze hier Lombok drin, um es ein bisschen einfacher zu halten. Habe hier mein Spring Data REST Repository, das mir das ganze Ding hier als REST-Endpunkt exponiert und fertig. Mehr habe ich nicht als Code, der das die REST-Schnittstelle definiert. Und dann habe ich hier jetzt halt noch meine Konfiguration. Ich habe hier noch eine Main-Klasse im Wesentlichen. Da ist auch nichts drin. Und ansonsten habe ich quasi hier die Keycloak-Konfiguration, das ist alles. Ich mache mal den ganzen anderen klarer Track. Und da sieht man, ich habe einmal hier in Keycloak konfiguriert, wie der RAM heißt, den ich benutzen will. Dann halt hier meine Out-Server-URL, unter der mein Keycloak erreichbar ist. Habe den Namen meiner Client-Anwendung hinterlegt, das ist die Client-ID, die sogenannte Ressource. Habe konfiguriert, dass das Bearer-Only-True ist, das heißt, ich kann den Service nur mit einem Access-Token ansprechen im Wesentlichen. Und habe hier halt ein paar Security-Constraints definiert und das sind halt klassische Java-IE-Security-Constraints mit Security-Collection und Out-Roles und ähnliches, wo ich hier halt meine URLs protecten kann und die mit irgendwelchen Rollenanforderungen belegen kann. Genau. Das ist jetzt die einfache Variante, das zu machen. Die hat aber auch gewisse Einschränkungen und integriert quasi direkt mit dem Servlet-Container, der hinten dran läuft. Ja, eine Frage? Das würde ich nicht damit machen, das würde ich mit Spring Security machen, das zeige ich gleich. Also Sie können den Keycloak-Adapter auch so benutzen, dass Sie quasi entweder mit diesen Access-Tokens dagegen sprechen oder auch mit Basic-Out dagegen gehen und unter der Haube geht dann der Keycloak-Adapter, also die Integration von Keycloak hin und geht mit den Basic-Out-Credentials zum Keycloak und besorgt sich damit Tokens und macht dann weiter. Also so kann man auch Legacy-Anwendungen transparent integrieren, die nur Basic-Out als Client können, ja, also, ne? Okay, daneben habe ich jetzt eine weitere Anwendung, die ich jetzt mal starte. Das ist diese Frontend-App. Die läuft hier. Wir sind schon etwas in der Zeit. Ich gucke nochmal. Apps, TDLabs. Das hat hier eine Thymeleaf-App. Ich bin hier in dem Browser noch nicht angemeldet, deswegen kriege ich jetzt hier im Browser ein Login angezeigt. Und dann greife ich jetzt auf die Anwendung zu. Meld mich hier an und er blockiert schon wieder, so komisch. Na, komm schon. Demo-Time. Aha, jetzt bin ich drin. Und jetzt hat er hier die Daten von dem Backend abgerufen. Ja, das geht nochmal jetzt sehr schnell. Und dort habe ich jetzt dieselben Daten, wie wir eben gesehen haben, in Postman. Ja? Habe jetzt hier auch eine schicke Integration in die Keycloak-Landschaft. Ich kann hier mit einem Klick auf die Account-Seite gehen. Warum ist das so langsam? Na. Und sehe jetzt gleich das Benutzerprofil, könnte dann Daten in meinem Benutzerprofil ändern und mit einem Klick könnte ich jetzt wieder auch zurück zur Anwendung kommen und bin wieder in meiner Anwendung dort, wo ich zuvor war, vorher war. Kann halt hier zwischen Benutzer-Account-Seite und Anwendung hin und her springen. Jetzt starte ich mal noch eine dritte Anwendung, um damit auch den Single-Sign-On-Verbund zu schließen. Das ist halt dieser WebSocket-basierte Chat, den ich hier verlinkt habe. Und ich muss warten, bis er startet ist. Und jawohl. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, gehen wir auf Spring Chat. Dann öffnet sich diese App, klickt drauf auf Chat Now und das liegt am Wi-Fi. Okay. Kann ich jetzt leider nicht abbrechen. Scheiße. Ja, so gut. Okay, ich bin jetzt angemeldet und als User-Tester. Und man sieht, bin in beiden Anwendungen jetzt angemeldet. Ja, wenn ich mich jetzt hier bei Tester abmelde, Achtung, hat das meine Anwendung festgestellt über ein kleines JavaScript und hat mich dann auch gleichzeitig ausgeloggt. Ja? Also das kann man halt mit einem kleinen Schnipsel machen und das ermöglicht halt super einfach, hier reinzukommen. Und wenn ich mich jetzt in der Anwendung hier wieder anmelden will, Tester,
melde ich mich an und das blöde Wi-Fi. Komme ich dann rein und wenn ich dann gleich hier diesen Tab wieder reloade, bin ich auch in der anderen Anwendung wieder angemeldet. Ja? Also ich bin hier drin und hier reload, zack, bin ich auch wieder drin. Ja? Das war SingleSign. So, wie ist das jetzt gebaut? Dazu haben wir hier gleiches Setup wie zuvor, Spring Boot 2.0.6, Keycloak 4.5.0 und diesmal verwenden wir hier den Keycloak Spring Boot Starter zusammen mit Spring Security. Und dazu musste ich ein bisschen mehr machen. Zum einen gibt es noch einen Bug in der aktuellen Keycloak-Version 4.0.5 in der Spring-Integration. Da haut die Auto-Configuration einem ein bisschen auf die Finger. Deswegen habe ich die in der Keycloak-Konfiguration hier, in der Application-Jammel, deaktiviert. Benutze aber trotzdem die Einstellungsmöglichkeiten von Keycloak über die Application-Jammel oder Application-Properties, wo ich auch wieder den RAM konfiguriere, die Out-Server-URL, die Client-ID angebe und halt sage, dass ich als Benutzernamensinformation halt den Display-Name von dem Benutzer sehen will. Und dann habe ich einfach hier die Spring-Konfiguration als klassische Spring-Security-Konfiguration hinterlegt mit dem klassischen HTTP-Security, was man kennt, um mit irgendwelchen AND- oder Request-Matchern URLs zu protecten und dort zu verlangen, dass die authentifiziert sein müssen. Und kann dann hier alle möglichen weiteren Dinge konfigurieren, wie zum Beispiel ein Rollenmapping von Keycloak-Rollen auf Spring-Security-Rollen, die halt eine andere Schreibweise haben beispielsweise. Und ich kann zum Beispiel ein REST-Template bereitstellen, das ist das sogenannte Keycloak-REST-Template, das es mir dann ermöglicht, schon out of the box mit einem passenden Request, mit einer passenden Request-Factory ausgestattet zu sein, die automatisch das passende Access-Token aus dem von dem aktuell angemeldeten Benutzer nimmt und den Request damit populiert, um damit Backend-Services bequem einzusprechen. Genau, das mache ich dann auch in meinem UI-Controller, also das, was wir hier in der To-Do-Seite sehen, diese Liste, das wird halt hiervon aufgerufen und hier rufe ich im Prinzip einfach über so einen To-Do-Client, über die Methode fetch-to-dos, über das Keycloak-REST-Template, einfach diesen To-Do-Search, My-To-Dos-Endpoint ab, den wir eben mit Postman angesprochen haben. Und damit wird automatisch beim HTTP-Request das passende Access-Token eingefügt und damit ist der Zugriff wunderbar möglich. Ja? Und das ist im Prinzip die Integration, die wir jetzt hier haben was ich euch da in der Demo zeigen wollte. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir ja schon gesehen, dass Keycloak relativ viel out of the box bereitstellt. Ja? Aber oftmals hat man halt im Projektablauf oder für die Integration von Anwendungen nochmal besondere Anforderungen. Und um diese abzubilden, bringt Keycloak halt eine reiche Palette an Erweiterungsmöglichkeiten mit, die über sogenannte Service Provider Interfaces bereitgestellt sind. Zum einen kann man eigene Authentifizierungsmechanismen hinterlegen, die es dann halt erlauben, auch ausgefallene Authentifizierungsstufen auszuführen. Man kann auch Custom Required Actions hinterlegen, zum Beispiel, wenn man ein User-Profil-Bild hinterlegen muss, kann man das dann da entsprechend forcen. Oder auch eigene User-Storage-Mechanismen hinterlegen. Ich habe es eben kurz angesprochen, man kann auch bestehende Legacy-Datenbanken anknüpfen, um dort Benutzerdaten abzuziehen. Eigene Event-Listen, da kann man machen. Eigene Credential-Hashing-Mechanismen. Gerade bei Legacy-User-Datenbanken hat man es oft so, dass man eigene Passwort-Hashing- oder Verschlüsselungsmechanismen verwendet hat, die vielleicht jetzt nicht so gängig waren oder auch nicht so sicher. Und da kann man halt Keycloak über diese Credential-Hashing-Mechanismen neue Tricks beibringen und dem sagen, okay, du kannst das Passwort in der alten Form halt validieren, aber dann bitte in der neuen Form abspeichern. Ja? Und damit kann man halt sanft bestehende, unsichere Passwort-Stores migrieren. Sehr, sehr wichtig in der Praxis. ansonsten kann man eigene REST-Endpoints reinbringen, um zum Beispiel Health-Checks oder sonstige Exportmöglichkeiten zu hinterlegen. Man kann eigene verwaltete Entities dort abspeichern oder auch eigene Themes bereitstellen, um das Look and Feel eben anzupassen. Und viel, viel mehr. Es gibt, glaube ich, habe letztens gezählt, über 80 Service Provider Interfaces, die halt zahlreiche Facetten von Keycloak anpassbar machen. Wenn man sowas in Aktion sehen will, dem kann ich dieses Projekt hier empfehlen. Das ist der Biercloak. Da hat sich einer aus der Community mal hingesetzt und eine Biersortenverwaltung in die Keycloak-Admin-Konsole eingebaut. Und die halt dann zahlreiche Erweiterungsmechanismen von Keycloak ausnutzt und zeigt, was man doch eigentlich alles machen kann. Ja? Sehr interessant. Ich selbst habe auch eine kleine Erweiterung Keycloak gemacht, nämlich so ein GitHub-like Activity Dashboard, dass man halt sehen kann, wann waren denn User irgendwie aktiv und ist was passiert. Und hat es leider bisher noch nicht in die Keycloak-Version geschafft, aber wer Lust hat und für dieses Issue voten will, nur zu. Vielleicht kommt es dann irgendwann rein.
Die sind übrigens sehr offen, was Community Contributions angeht. Also wenn ihr Keycloak benutzt und ihr habt da eine Erweiterung gebaut, also sie sind immer happy, nützliche Erweiterungen halt in Keycloak reinzukriegen, um das Produkt halt noch reifer zu machen. Genau, noch ein Beispiel für Keycloak in der Praxis. Wie kann das aussehen? Hier im Beispiel habe ich hier so einen geclusterten Keycloak drin, wo halt mehrere Anwendungen mit abgesichert sind, die in der Regel hinter einer Web-Application, Firewall oder einer Reverse-Proxy stehen, die eine Art SSL-Termination macht und das Load-Balancing übernimmt zwischen den einzelnen Keycloak-Instanzen hinweg. Und ja, hier habe ich noch Keycloak so konfiguriert, dass er übers Netzwerk lockt, per UDP im Gelb-Format an Greylock. Dort halt Log-Monitoring und Alerts oder die Dashboards anbietet, um halt die User-Aktivität zu beobachten. Und daneben habe ich hier halt noch diesen Event-Listener drin, der halt per JMS die Keycloak-Login oder User-Profile-Update-Events per JMS an eine ActiveMQ schickt, um halt dort Provisionierungsoperationen an nachgelagerte Systeme weiterreichen zu können. Und ja, das Ganze habe ich natürlich auch in dem Paket drin, was hier in meinem GitHub-Repository ist. Das ist in diesem IDM-System, findet man hier dieses Docker-Compose-File. Und wenn man das hochstartet, startet halt so diese Keycloak-Umgebung mit Greylock und ActiveMQ integriert. Das heißt, wenn ich jetzt mal in meinem Beispiel hingehe und auf der Account-Seite, ich könnte mal das, wenn ich Wi-Fi deaktiviere, gehen meine Slides vielleicht gleich nämlich schon mal. Ich lasse es mal an. Wenn ich jetzt auf der Account-Seite irgendeine Änderung mache, Theodore, ich habe ein Profil-Update gemacht in Keycloak, habe ich hier ein ActiveMQ, das jetzt hier diese Update-Meldungen empfangen hat. Und dort kann ich mir die JSON-Struktur anschauen, also das Update als JSON-Information. Hier sehe ich, es war ein User-Profile-Update. Das sind die aktuellen User-Informationen, die jetzt im Profil nach diesem Update gelten. Und ich kann dann quasi selbst mein Delta-Tracking machen an der Stelle, wo ich die Profilinformationen zentral einpflege oder verwalte. Und ich habe auch die Information, wer dieses Update gemacht hat. Ob das der Benutzer selbst war, ob das der Admin für den Benutzer gemacht hat oder ein impersonierter User für den Admin-Benutzer gemacht hat und so weiter. Und alle Events dieser Art kann ich damit einreichen. Wie gesagt, dieser Event-Listener, der es mit JMS forwardet, ist auch in dem GitHub-Projekt eingecheckt. Daneben habe ich hier auch mit Greylock noch eine Integration, die Benutzer-Events entsprechend monitort und die Logs-Meldungen entsprechend ausgibt. So kann ich hier zum Beispiel Informationen darüber kriegen, wann der User sich angemeldet hat oder abgemeldet hat oder ein User-Profile-Update gemacht hat mit verschiedenen Informationen, die ich dazu anzeigen kann. Machen wir das einfach mal ein bisschen reicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Logout mache, kriege ich hier das Logout-Event gleich angezeigt. Und sehe hier, es gab ein Benutzer-Logout und kann das auch über ein Dashboard entsprechend visualisieren und weiß, dass dies und jene Aktion in den letzten Intervallen dort stattgefunden hat und kriege dann so immer schön mit, was in meinem System gerade passiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Login-Error hervorrufe, kann ich das halt hier erkennen, dass meine Login-Errors hochgehen. Und das ist insbesondere die kritische Metrik, auf die ich immer gucke, nachdem ich ein Keycloak-Upgrade gemacht habe. Da sehe ich nämlich, ob ich ein Problem habe oder nicht, wenn die Login-Error-Rates auf einmal hochgehen und dann kann ich halt frühzeitig dagegen steuern und nochmal ein Downgrade machen. Ja? Genau, das war jetzt mal nur so ein Beispiel, was man alles mit rundherum Monitoring noch anstellen kann. Und ja, dann wäre ich schon bei meiner Zusammenfassung. Wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit, aber ich möchte euch mitgeben. Keycloak ist super einfach zum Starten. Also man kann damit super einfach solche Systeme aufsetzen und erste Erfahrungen sammeln. Und der Schritt, das Ganze in die Produktion zu bringen, ist auch nicht allzu groß. Daneben haben wir gesehen, dass Keycloak zahlreiche Features bereits out of the box bietet, die man bei anderen kommerziellen Lösungen halt wirklich teuer Geld einkaufen muss. Und das funktioniert wirklich außerordentlich gut. Also ich bin immer noch total begeistert von dem Tool und von dem System, was man dort eben out of the box so bekommt. Ja, es baut auf bewährten und robusten Standards auf, die es auch ermöglichen, das mit bestehenden und anderen Systemen leicht zu integrieren. Ja, ist sehr, sehr flexibel. Über die zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten bekommt man so ziemlich jede Anforderung reingebracht, die man sich so vorstellen kann. Und ich bin halt der Meinung, dass Keycloak mittlerweile ein essentieller Teil von einer eigenen Identity Access und Access Management Infrastruktur werden kann. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr so ein Problem habt und eine Lösung braucht und erstmal vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollt, guckt euch mal das Keycloak Open Source Projekt an, probiert das mal aus. Und wenn ihr dann denkt, das ist cool, und um das Projekt wieder zu unterstützen, könnt ihr ja vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ihr auch diese kommerzielle Variante kaufen wollt. Red Hat ist es so. Aber wir selbst verwenden auch nur die Open-Source-Variante, funktioniert tadellos,
wie gesagt. Mit dem gesagt, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hätte noch ein bisschen Zeit für Fragen nachher. Alle herzlich.